Servus, ihr Talahons, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jarambo macht miese Urlaubs-Special. Ich mache immer noch Miami unsicher wie Tommy Vergetti. Und ich würde sagen, wir hauen sofort rein. Ich brauche neue Schlagwörter. Welcome to Boss FM. Boss FM. Your finest radio show on TikTok. Nenne die Wörter: Haarbürste, Psychokinese, Hieroglyphen, Schlüsselanhänger, Spiegelreflexkamera, Quadro Stationi. Okay, jetzt kommen ein paar dicke Bretter. Eine Line über Quadro Stagioni, wie beim Pizzabäcker. Ich hab Bock auf jeden Fall. Seid ihr ready? Dann macht nochmal Lärm. Okay. Ey, du nach der Insolvenz dementer Heckenpenner, meine Schreckensherrschaft, über deutschen Battle-Rap trennt die Streu vom Weizen wie der Gender-Sternmann. Meine schlechten Matches landen nicht im Netz wie der Aufschlag von einem Tennislehrer. Deutsche Rapper sammeln Spendengelder. Rambo hat McKees als der Schlüsselanhänger von Gefängniswärtern. Ah, ey, wenn ich sag, dass ich Fehler in den Texten hab, dann würd ich lügen. Deswegen versuchen sie, die zensierten Parts zu entschlüsseln, als wären es Hieroglyphen. Ey, wenn ich ihre Mütter ohne Kondome pimper und ihnen mein Sperma in die Fresse spritze, so wie Soßenbinder, machen sie lange Gesichter, so wie Fohlenzüchter. Meine Enemies kriegen aufgrund ihrer Geschlechtskrankheiten nur noch Blowjobs mit Kohlefilter. Meine Wurst bleibt von Pilzen unberührt, wie bei einer Quattro Stagioni Pizza. Ey, ich sehe das Objektiv wie bei einer Spiegelreflexkamera. Wenn ich sag, Jarambo ist in 10 von 10 deiner Lieblings-Rap-Battles am Start. Mwah. Ey, denn mein Style war eine Marktlücke, der Köpfe gefickt hat wie eine alte Haarbürste. Heute nehme ich mir einen kleinen Anteil aus der Sparbüchse, hole einen neuen Benz und lege Bitches auf den Grill, als wären es Bratwürste. Denn ich hab den übelsten Fetisch, ermüdete Mädels, denen ich es mit glühendem Penis hinterher noch weiter berührungslos gebe, stellen die Hypothese auf, ich könnte Psychokinese, der Beste im Raum. Paar Bars lasse die Schwächlinge staunen, denn sie wissen, was ich hier verballer, taucht in ihren Texten nicht auf. Und ich verballer's hier als Urlaubs-Special, weil ich's für mein letztes Battle nicht brauch. Auf gar keinen Fall. Im Dezember gibt's ein Feuerwerk und hier nochmal die Antwort von Kolle. Jür! So. Also ein UFO-Beat, richtig? Ja. Okay, ja. Ey, der Boss, ich mach Wirbel wie Orkanstürme. Nein, ich mach Wirbel wie eine Haarbürste. Der King der Szene, ein gefühlloses Wesen. Ich muss Dinge bewegen wie bei Psychokinese. Der Dorn, ich hab mit paar Italo-Mafiosi die Viertel aufgeteilt wie bei der Quattro Stagioni. Street smart, ich hab nicht viel zu grübeln. Einfach Wissen anwenden wie Hieroglyphen. G's geben riesen Respekt, Amenar. Sind geflasht wie von Spiegelreflexkameras. Ich komm ins Museum durch Lüftungsschachtfenster. Das ich geöffnet hab, der Schlüsselanhänger. Klau nix, sondern häng paar Boss-Porträts rein, worauf die Besucherzahl offiziell steigt. Gebracht, Motherfucker, deine Stadt, Motherfucker, hat schon mehr Rapper gefickt als Asphalt-Massaker. Shoutouts an Farid Bang, mein Bro. Shoutouts an Farid Bang, mein Bro. Sehr, sehr geile Runde. Ihr entscheidet's wieder in den Kommentaren. Wer hat mehr abgeliefert? Kollega der Boss oder Jarambo der Cop-Killer? Ich bin raus, Motherfucker. Pff.